2 Minecraft PS4 Edition und wollen eine neue Welt starten, um dort zu überleben und uns einiges aufzubauen. Das machen wir jetzt gleich. Neue Welt erschaffen. Spielname nehmen wir jetzt einmal Let's Play. Schwierigkeit spielen wir mal auf normal. Texturenpakete bleiben jetzt mal die Standard klassischen Texturen. Weitere Optionen, hier könnte ich einen Seed für einen Weltgenerator eingeben. Weil jede Welt ist einzigartig und wenn man eine weiß, kann man die sich jederzeit wiederholen. Weltgröße nehmen wir groß. Strukturen sollen erzeugt werden, Bonustore brauchen wir nicht. Und Spieloptionen lassen wir alles so, wie es ist. Gut. Dann können wir eigentlich starten. Dann schaffen wir mal die neue Welt. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Das sind die ersten ein, zwei Maps, die ich mal ausprobiert habe. Bin ich immer in dem Dschungel gelandet. Und der schwer zu bebauen war. Mal schauen, was dieses Mal auf uns wartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Biome in der PS4 Edition mit drin sind. Oh schön, kein Dschungel. Okay, also wie gehen wir vor? Also wie ich jetzt immer mache, das ist jetzt natürlich keine Regel, aber bei mir hat das immer recht gut funktioniert. Ich habe am Anfang natürlich einiges an Holz abgetragen, das macht glaube ich jeder. Und dann suche ich mir ja einen Berg, wo ich meine erste Mine erstelle. Und da hole ich mir dann natürlich einen Haufen Steine raus, baue mir dann meine Steinwerkzeuge und auch meinen ersten Schlafplatz für die Nacht. Und dann gucke ich weiter, ob ich da bleiben will. Oh, schön, ein Apfel. Das ist schon mal nicht verkehrt. Zumindest schon mal ein bisschen eine Nahrung haben. Auch. Naja, einen nehmen wir noch mit. Und dann suchen wir uns mal einen guten Platz für unsere Mine. Ihr wisst ja, in der Nacht kommen Monster aller Arten. Von den bösen Skeletten, Zombies, Creeper, Spinnen. Wo ich Spinnen suche ich immer gern, weil Spinnen kann man immer gut gebrauchen. Schade, kein weiterer Apfel zu sehen. Gut, dann schauen wir mal. Da vorne schaut es doch mal gut aus. Oh, ein paar Schweine sind auch da. Mhm. Oh, hier ist wieder ein Dschungel. Ich laufe normal nicht so viel, weil das natürlich viel Nahrung kostet. Ha. Ich mich jetzt hier in den Berg reingrabe, dann ist es zumindest ziemlich sicher. Und dann könnte ich mir hier einen Steg überbauen, wenn ich genügend Holz habe. Mhm. So machen wir es. Glaube ich, ein guter Plan. Viel Sand. Okay, das können wir dann später auch brauchen für die Fenster. Gut, dann craften wir uns jetzt das erste Mal ein paar Holzplanken. 32 sollten mal genügen. Dann eine Werkbank und ein paar Stöcke.
Und dann platzieren wir mal hier die Werkbank und bauen uns eine Holz und eine Holzpickaxe und eine Schaufel aus Holz. Und jetzt tun wir mal das Inventar ein bisschen umstrukturieren. Also die Steuerung ist natürlich mit der Maus um einiges genauer. Hier haben wir einen Setzling. Gut. Und dann, hier kommt dann mein Steg her. Das wird dann, würde ich mal sagen, graben wir uns mal hier rein. Das ist jetzt natürlich das Problem, dass der Sand runterkommt. Und das ist Sandgestein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Der hält jetzt mal. Aber der wird natürlich, da kommt mir ein Haufen Sand auf den Kopf. Aber gut, das hilft jetzt nicht. Irgendwo verbrennt hier gerade ein Zombie. Oh, schön Kohle. Die können wir immer gut brauchen. Da ist noch mehr. Es wird hier nämlich auch schon ziemlich düster. Dann können wir uns gleich ein paar Fackeln bauen. Und ihr seht auch hier bei der Kohle gibt es Erfahrungspunkte. Die kann man dann später im Spiel brauchen, um ja, Waffen zu schmieden und besser gesagt zu verbessern und Zaubertränke und solche Geschichten herzustellen. Gleich wird die Pickaxe den Geist aufgeben. Und schon ist es soweit. Aber es ist nicht schlimm, weil jetzt können wir uns ja gleich mal eine Stein. Da brauchen wir uns aber gleich zwei. Eine Steinschaufel. Ne, Holzsack sollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Und ein Steinschwert brauchen wir auch mal gleich. Gut. Dann die Pickaxe kommt hierher. Den Kies braucht kein Mensch. Das Schwert kommt hierher. Für die erste Nacht bauen wir das schon mal. Ja, jetzt müssen wir dann erstmal die Holzachse brauchen. Die hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. Kohle. Sandstein. Und die zweite Pickaxe und das Holz. Gut. Dann, ach ja, craften wir noch kurz Fackeln. Genau. Oh, da ist noch Kohle. Ich höre schon wieder einen Zombie.
Der Kies gefällt mir jetzt hier gar nicht. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht in meiner Wohnung haben. Aber jetzt mal für die erste Nacht bleibt mir leider nichts anderes mehr über. Ich hoffe, ich buddel mich jetzt dann nicht gleich in die Höhle rein, wo diese tollen Geräusche herkommen. Oh! Was sage ich? Naja. Zumindest haben wir noch ein bisschen Kohle gefunden. Die Nacht wird auf jeden Fall nicht gemütlich. Wenn ihr es nicht wisst, ja, die Monster spawnen nur dann, wenn es kein Licht gibt. Sprich, wenn ihr einen Gang mal mit Fackeln beleuchtet habt, können da auch keine Monster mehr spawnen. Gut, also gefallen tut mir das jetzt mal hier gar nicht, aber das hilft jetzt nicht. Jetzt bauen wir mal die Werkbank noch ab und schlachten hier noch so ein Schweinchen, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Minecraft kann echt schön sein. Obwohl die Grafik so beschissen ist. Aber nichtsdestotrotz muss man dem Entwickler echt was lassen. Der hat echt was losgetreten und hat die Spieleindustrie ein bisschen verändert. Gut, jetzt brauchen wir als erstes mal eine Tür. Zwei Türen und einen Ofen. Oh. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Und einen Ofen. Stellen wir jetzt mal hier. Ach, shit. Das ist das, was ich eigentlich auch nochmal wollte. Gut, und schon ist mein Gang wieder einigermaßen fertig. Was macht er denn hier? Hier wollen wir rein. Und hier wollen wir rein. Setzen wir die Tür hier rein. Und ja, die setzen wir. Ne, hier setzen wir sie nicht hin. Jetzt machen wir mal hier schnell zu. Und setzen sie hier rein. Gut. Dann den Ofen, dass wir unser Fleisch braten können. Obwohl wir hätten eigentlich schon genügend Kohle, dass wir das als Brennstoff nehmen können. Ja, und dann war es das schon mal mit dem ersten Teil, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im zweiten Teil. Euer Dr. Wü. Ciao.